Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe die zweite Seite auch noch schnell mal hingezimmert. Hab da jetzt auch schon mal die Tanks hingestellt und auch gebaut. Die werden wir jetzt dann gleich auch benutzen. Hab den Motor oben auch nochmal laufen lassen und lass mir jetzt dann hier gerade ein bisschen Öl durchlaufen. Was ich auf jeden Fall mal probieren will, ist demnächst mal auch noch Biodiesel herzustellen und zu gucken, ob das Biodiesel vielleicht sogar die bessere Alternative wäre. Dass man dann sagt, okay, ich habe dann oben den Dieselmotor und dann kann der nämlich das damit machen. Aber wie gesagt, das kommt dann alles nach und nach. So, dann nehme ich jetzt mir mal zwei Buckets Diesel hier raus. Oder war das überhaupt Diesel? Moment, muss erst gucken. Nicht, dass ich das falsche Zeug da rein schmeiß. Ja, das ist Diesel. Also, was kommt jetzt dann hier rein? Und zwar beide. So, dann braucht dieses Teil hier Strom. Das haben wir dann hier. Aber wir brauchen vor allem noch was anderes. Da müssen wir jetzt nach vorne. Da habe ich nämlich auch ein bisschen schon umgebaut gehabt. Ich habe nämlich die Leitungen da vorne ausgetauscht. Na, ich habe jetzt ja auch einen Tank hingestellt. Und hier alles zugemacht. Ich komme jetzt von dahin und da sind jetzt dann sozusagen die Pipes dran von ja, Massive. Genau. So, dann brauchen wir auf jeden Fall eins. Okay, dieser Bug, lustig. Gerade war der Tank noch voll. Jetzt nicht mehr. Ach nee, der war. Also vorhin war er noch online. Jetzt ist er nicht mehr so online. Super. Wir machen mal an und schauen, ob der angeht. Ja, er sagt auf jeden Fall, er hat genügend Heat. Wir schauen mal, wie weit das der Tank da hinten jetzt voll wird. Er wird gut voll. 1, 2, 3, 4. Ich nehme mal 4 Stück mit. Ich hätte jetzt auch meine Zellen nehmen können. Nee, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Weil die sind nicht feuerfest. Da wären sie, glaube ich, kaputt gegangen. So, weil ihr mir braucht eine Heizquelle. Ich habe die ganze Zeit immer mal diese anderen Blöcke ausprobiert. Da brauche ich nur mittlerweile 3, damit er die Hitze hinkriegt. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Sondern wir möchten da gute Hitze hinkriegen und da ist Lava das Beste. Also, das heißt dazu, ich nehme jetzt den ersten Eimer und schmeiße den da drunter und mache den vor allem an. Mach dich an. Moment. Wegnehmen. Ich hab dich drin. Mach mir jetzt wieder den Vorführeffekt. High Signal. Oder gehst du gar nicht so? Aber es ist doch das letzte Mal jetzt gegangen, wo ich es jetzt probiert habe. Der Vorführeffekt. Echt? Also hier hinten sieht man ja, ich habe schon LPG drin. Ich habe hier auch schon Liquid Plastic drin, weil ich es getestet habe. Weil ich mir mal gedacht habe, du machst mal einen Test. Aha, merke ich schon. Dann hätte ich mal gesagt, schmeiße ich jetzt einfach mal den da an. Ja.
Also der geht auf jeden Fall nach oben. Der hat sich jetzt auch bewegt. Hole ich mir noch mal einen Eimer Diesel. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe hier keine Security-Upgrades drin. Ich muss hier aufpassen. Und jetzt ist die Lava zu Obsidian geworden. Deswegen habe ich auch mein Werkzeug abgegradet. Auf Manillen. Endlich mal vom Flint weg. So, Klopfen ist da drin, jawohl. Also ich mache jetzt meine Security Upgrades hier. Aber das ist einfach nur Diesel zu Immersive Petroleum und Diesel zu Kerosin. Der kann mich nicht leiden. Auf on. Machen wir einfach mal den Test. Ultimativen. Ja, der läuft. Warum das der nicht läuft, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich hier für einen Fehler drin habe. High Signal. Das hat der auch. Drei Bar. Okay. Und ich mach dich aus. Genau, der Tank macht das, was rein ist. Und der Tank macht das, was raus ist. Rein, raus. Rein, raus. Ja, jetzt geht er. Dann hat er irgendwie nur ein Update-Fehler gehabt. Sehr schön. Also Kerosin. Kann man es doch zeigen. Sozusagen, er macht jetzt aus 100 Millibucket 80 Millibuck Kerosin. Muss ich auch noch hoffen, dass der Lava-Eimer reicht. Das habt ihr gesehen. Aus das, was ich da hinten rauskriege, steht es vielleicht noch da? Nö, das ist empty. So, wir haben's. Wir haben's da reingepackt. So, jetzt haben wir Kerosin drin. Wir machen den auch an. Und der hustet mir auch eine Runde. Thank you.
Nochmal anschließen. Wir schauen nochmal rein. Kerosin ist drin. Jawohl. Und er arbeitet. Jetzt machen wir Gasoline. So, kann ich schon mal das Obsidian mit der Zeit wieder rausklopfen. Ja, und so kriegt man halt auch ein bisschen Obsidian zusammen. Braucht man ja für die Security Upgrades, damit hier nichts in die Luft fliegt. Ich habe auch gerade festgestellt, ich habe noch gar keinen Charger angeschlossen. Na, vielleicht mache ich dann hier einen Charger hin. Anstatt nochmal einen Tank. So, kommst du weg. Jetzt habe ich leider nur 800. Das kriege ich jetzt halt nicht rüber. Aber wie gesagt, aus Gasoline macht man dann LPG und aus LPG machen wir dann Liquid Plastic. So, dann heißt es ja, Under Pressure ist hier. Das haben wir. Jetzt brauchen wir Liquid Plastic. Das haben wir jetzt somit erledigt. Dann kann ich noch schnell meine Hühnchen abgeben. Da habe ich nämlich auch schon mittlerweile was. Ja, meine Hühner sind auch alle fertig. In meinem provisorischen Bereich dafür. So, dann machen wir mal als nächstes jetzt Making Plastic. Dafür brauchen wir einen Plastic Mixer. Pneumatik. Plastik, Plastik, Plastik. Wie schaust du nochmal aus? Dann bist du der da. Ich liebe das, wenn die einfach hier wieder rumflitzen. Aber ich kann... Es ist ja schon wieder voll. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Und das auch. Ich hoffe, dass der mich nicht klatscht gerade. In der Zeit, wo es leckt. Ich hab dich zu spät gesehen. Hoffentlich kitzelt mich nur mit deiner Feder. Ja, hast mich nur gekitzelt. Ist nett, danke. Aha. Weiter geht's. So. Also auf Deutsch nicht nur ich habe den Leck gehabt, sondern er auch. Das ist ja das Wichtigste. So, dann brauchen wir Glas. Habe ich da noch Glas? Also, ich habe doch noch Glas durchgejagt. Beim letzten Mal. Da ist Glas. Dann mal hinlegen. Kommst du hier rein, dann brauchen wir den Plastikmixer. Und du kommst dahin. Sneak for info. The plastic mixer is used to melt down plastic into liquid plastic. Into plastic. Using red, green and blue dye. Any color of plastic can be crafted. Just apply the dyes. So, wir schauen uns mal das schnell an, wie das ausschaut, das Teil. Temperatur, okay, da hat man da mal Temperatur. Aber brauchst jetzt du auch Druck? Nö.
Kommst jetzt du mal dahin? Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Plastik rein. Okay. So, wir brauchen ja. Ist das schon erledigt? Nein, Gray Plastik. Müssen wir jetzt raus. Gray Plastik. Das heißt, ich brauche jetzt Lapis, Grün und Rot. Gott sei Dank habe ich da meine Hühnchen. Lapis. Grün und Rot. So, was braucht man noch? Ich brauche die Temperatur. Okay, er baut die Temperatur auf. Oder auch nicht. Er merkt sich das halt wirklich mit der Lava. Gehen wir schnell nochmal drei einmal Lava holen. Weil ich muss mir dann jetzt dann genau sicher sein, wo ich dann was hinbaue. Weil ich will ja natürlich nicht, dass ich die ganze Zeit dann immer noch hin und her renne. Und 3000 Meter Leitungen verlegen am Anfang ist ein bisschen schwachsinnig. Aber ich muss auf jeden Fall auch mit dem anderen Mod weitermachen. Also das heißt, wir werden mit Botania vielleicht noch in der Folge jetzt dann was machen. Cool wäre es natürlich, wenn ich Mechanism heute noch freikriege. Ist das dein Ernst? Klasse. Diesen einen Eimer sozusagen das drüber zu schütten, war bestimmt intelligent. Das ist, glaube ich, jetzt das, was mir gefehlt hat. Machen wir jetzt trotzdem nochmal drei. Vor allem, ich glaube, der hält auch die Temperatur. Kann man gleich wissen. Aber diesmal klicke ich nicht mit dem Eimer drauf. Geh weg. Nee, der nimmt von der Temperatur her wieder ab. So, aber ich bin gerade leicht perplex. Muss ich da irgendwas einschalten? Ah. Plastic Fantastic, okay.
Hab ich noch mal einen. Den hat er jetzt aber nicht gemacht. Nö, den bin ich nicht. Ah, okay. Hat er mir noch nicht angezeigt. Making Plastic. Sehr schön. So, was heißt es das? PCB. Ich brauche ja jetzt für das, was ich jetzt machen muss, ich brauche ja das Zeug da. Da brauche ich Transistoren. Das mache ich im Pressure Chamber mit Schwarz. Compressed Iron Ingot und Redstone. Ich glaube, das ist schon wieder zu kalt. Okay, nee, das kann ja gar nicht gehen. Ich hält. Ich hab's ja ausgemacht. Das war klasse. Der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin. Und du kommst dahin und du wirst auch angemacht. So, wie viel hast jetzt du? Noch 3000. Und 1000 LPG hast du auch noch. Gehen wieder weg. Halt. Kleiner Fehler meinerseits. Denn für das da braucht man Kohle. Ich hol mal 10. Ich hoffe, dass ich noch so viele habe. So, du kommst da rein. So, dann kommt die Lava drunter. Und dann macht er mir auf jeden Fall 10 Stück, wenn es reicht. Okay, dann brauche ich jetzt als nächstes erstmal das Bettchen. So, wir brauchen Schwarz, habe ich. Ich brauche Redstone. Nehme ich mir auch gleich 5. Okay, das ist das. Und was habe ich gesagt, brauche ich noch? Compressed Ingot. Davon brauche ich auch 5. So. Und dann heißt es jetzt von mir, du musst rein, du musst rein, du musst rein.
Pressure Chamber. War doch so, oder? Das war der Transistor. Okay, den hat er wieder rausgeworfen. Der steht doch da, da bin ich jetzt besoffen. Compressed Iron Ingot. Ach so, ich habe einen Filter. Okay. Dann hätte ich mal gesagt, ich mache jetzt mal einen Hebel. Also, du gehst rein und du gehst rein. Hat er gemacht. Ich habe meinen Transistor. So, nun heißt es jetzt, ich tue dich jetzt hier reinpacken. Dann kommst du da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Ich bräuchte ja 8 Stück. Ist natürlich die Special Frage, ob ich es noch hinkriege. Und warum das jetzt grün eingestellt war, weiß ich nicht. Weil er mich nicht leiden konnte. So. Ich war irre. Oh, da ist nichts mehr drin. 9 Stück. Kann ich dich eigentlich irgendwie umfärben? Nö. Gut. Das heißt jetzt aber, Plastik werden wir die ganze Zeit immer wieder machen. Nee, dann machen wir das so. Sehr schön.
sagen wir insgesamt 5 Stück. Dann brauche ich jetzt von hier nochmal 4. Ich brauche 3. Ich brauche nochmal 3 Redstone. Dann haben wir schon mal jetzt einen gewaltigen Schritt Richtung Mechanismus gemacht. Das, das und das. Das heißt, ich muss jetzt dann noch mehr schwarzes Plastik herstellen. Das ist aber das wenigste Problem. Ich mache ich aus. Und füll mal rein. Weil ich brauche ja davon, um dieses Teil hier zu machen, brauche ich Würfel 200. 56. Genau. Das heißt, ich habe jetzt dann gleich mit den ersten 8. Habe ich jetzt, glaube ich, meine ersten 16. So, dann kommst du jetzt dahin. Und die Kiste kommt in die Mitte und ich habe meine ersten Network Nodes. Hurra, hurra. Wir detekten und wir haben unsere ersten 16. Das heißt, ich werde jetzt die soweit fertig machen. Und dass nur noch 16 Stück fehlen, die lege ich dann da rein in die Kiste. Dann haben wir Mechanismen nämlich soweit dann fertig. So, dann tue ich dich jetzt mal hier reinschmeißen. Das schwarze Plastik. Vor allem, ich muss da jetzt noch einiges dann an Öl befördern und so weiter und so fort. Wird wieder schön. Security Upgrades müssen wir auch noch machen. So, das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. So, das heißt, jetzt ich brauche jetzt Botania. So, und zwar ich glaube, ich habe die noch nicht. Das heißt, ich brauche jetzt 3 Säpplinge. Weizen und die 2. Ne, ich muss doch hinter. Gott sei Dank bin ich so schnell, dass der nicht hinterherkommt. Ach, die 2. Okay, das sieht man nicht. Also, wir schauen jetzt uns erstmal schnell die Runen an, was wir haben, was wir nicht haben. Genau. Also, das heißt jetzt, ich brauche als erstes machen wir Rune of Spring. Das heißt, ich brauche Weizen, ich brauche Water und ich brauche Fire. Water, Fire. Ich brauche Weizen und ich brauche ein paar Säpplinge. Sehr schön. Der erste läuft. Kann es sein, dass ich gleich nochmal ein paar von den anderen machen muss? Oh, den legen wir uns mal hin. Dann Wand of the Forest. Ah, cool, die behält man. Das ist doch schön.
So, also dann haben wir hier in Spring. Dann brauchen wir als nächstes den Sommer. Dafür brauchen wir einen Slimeball, dafür brauchen wir eine Melone und zwei Sand. Für den Autumn brauchen wir Blätter, das ist das Wenigste. Und für den Winter braucht man Kuchen und Schnee und eine Wolle. Auch kein Problem. Also, dann heißt es jetzt als erstes, davon brauchen wir zwei. Nehmen wir mit. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann demnächst mal meine Falle upgraden kann, dass die mir nichts mehr ausbüchsen. Dann nervig. So. Das ist Sandstone. Ich brauche was? Zwei. Habe ich doch eine Wolle. Hab ich. Ich brauche ein Spider-Ei. Hab ich. Melone. Hab ich rein zufälligerweise eine da. Hab ich. Sommer. Dann brauche ich noch einen Kuchen. Der weiß ich auch, wo ist. Der ist hier. So, also. Oh, Slimeball brauche ich noch. Also, wir haben jetzt den Sommer. Das heißt, ich habe jetzt mein Slimeball. Ich habe meine Melon. Die habe ich hoffentlich vorne. Die drei Blätter kriege ich auch vorne. Und für den Winter, Kuchen, Schnee und Wolle müsste ich eigentlich alles haben. Wenn das so klappt, wie ich das gerade so sehe, dann, ja, schaffen wir das auch noch. Also auf jeden Fall die erste Herstellung. Also. Das Sommer ist zweimal Sand. Dann ein Slimeball, eine Melone. Das und das. Und wir legen drauf. So, Sommer ist auch fertig. Dahin. Dann kommt jetzt als nächstes der Winter. Da brauche ich noch drei Blätter. Schön ist, ich muss nicht mal weit laufen. Stimmt. Aber da fallen ja die Blätter. Dann sind da Spinnen. Und was braucht man noch? Feuer und Air. Aber die Idee ist schon genial, ne? Also Blätter fallen, Spinnenweben hat man halt auch im Winter. Es ist luftig. Okay, Feuer weiß ich jetzt nicht. Wenn man auf Feuer kommt, aber soweit dann. Kuchen, klar, man feiert Weihnachten. Die Wolle weiß ich jetzt nicht.
Also Winter ist für mich kalt, Wasser und Luft. Nee, Wasser und Erde. Das Schlimme ist halt, ich brauche jetzt dann von jedem drei für die Quest hier. Nein, vier. So, das heißt, ich habe jetzt Winter. Winter kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Okay, dann kommen jetzt die sieben Todsünden. Das ist zuerst die Lust. Das heißt, ich brauche jetzt Dias. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 Diamanten. Da kann ich gleich mal einen Eimer Wasser mitnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das nicht reicht. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Mix von den anderen Dingen. Sollte vielleicht anders denken. Ich brauche 14 für einen. 28 für zwei. Und 56 für vier. Klicken. Noch schneller klicken. Danke. So, mal ein Stick Diamanten einstecken. Jetzt bin ich langsam diamantenlos da hinten. So, unfamiliar Atom. So, die sollen wir füllen. Also. Fünfzig habe ich gesagt, dann brauche ich jetzt noch 8. Schauen wir mal. So, dann machen wir die erste, die Last. Summer and Air. Ja, okay, das Becken ist aber voll. Da habe ich jetzt gute Chancen, dass ich das. Das dauert halt nur von der Zeit ein bisschen länger. So, das ist Rune of Lust. Wir machen gleich immer vier. So viel Zeit muss jetzt sein. Ja. Macht ja alles keinen Sinn. Ich muss jetzt nicht alles aufräumen, nachher wieder alles zu machen. Ey. Bin mal gespannt, ob ich mich verrechnet habe oder nicht. Weil dann haben wir den nächsten Part. Und dann bin ich immer gespannt, was wir da alles brauchen.
Der da, der da, der zweimal und der da. Wie viel habe ich davon noch drin? Reicht. Es ist dunkel. Wir gehen ins Bett. Ja, ist doch schön, aber wir sind jetzt auch richtig schön auf dem Weg nach zum Mechanismen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Mod. Das sah doch momentan richtig, richtig so aus, als wäre das geplant. Das kann ich definitiv behaupten. So, du gehst mal da weg, dann gehst du jetzt darüber, du gehst darüber, du gehst darüber, du gehst dahin. So, zack, 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 zack. Zack. Dann haben wir Runde Nummer 4. Und dann haben wir schon den ersten fertig. Dann können wir schon mal gucken, was wir für den nächsten brauchen. Für den Glutoni. Winter und Feuer. Das ist mir jetzt Detecting. So. Du kannst weg und du kannst weg. Was habe ich gesagt? Winter und Feuer. Eins, zwei, drei, vier. Drauflegen. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was schalten wir denn da frei? Some True Magic. Da kommen auf jeden Fall ein paar Sachen dazu. Dark Gems, Light Gems, Regular Gems, was ich auf jeden Fall in der Kiste habe. Ich glaube, das ist auch das Schwert, was ich in der Hand habe. Der Mod interessiert mich auf jeden Fall. So, dann kommst du wieder rein. Wir wollen noch mal gucken. Ich glaube, Actual Editions habe ich noch gar nicht angefangen. Da. Ja, aber das, wie gesagt, jetzt erstmal zu den Mods hingehen, die wohl wirklich für meiner Meinung nach wichtig sind. Und wenn wir die dann haben, wie gesagt, Mechanismen, weil wie gesagt, da habe ich dann eigentlich keine Stromprobleme mehr, außer da brauche ich noch andere Mods dafür, das weiß ich nicht, aber das Becken wird auch nicht extrem leer. Nee, weil mich das da interessierte, vor allem, was man damit alles machen kann. Und ja, reparieren will ich das Ding auch. Und dann müssen wir ja noch gucken, was wir alles brauchen, ne, um den nächsten zu kriegen, ne? So, das heißt, ich habe dich und ich habe dich. So, den habe ich auch. Dann Detect. So, dann sind wir jetzt bei Rune of Greed. Das ist Spring and Water. Kommst du wieder dahin, bitte? Danke.
Was fehlt mir eigentlich noch bei Botania? Und da fehlt mir eigentlich nur noch das Nether-Tor. Bei Tinker fehlt mir noch dieses Tool AOE. Da fehlt mir jetzt noch der Sprinkler und die Spores. Wir werden die Zeit überbrücken. So, genau. Die Spores sind wir aber schon eigentlich meiner Meinung nach dabei. Genau, White Mushroom fehlt mir noch. Die Sprinkler müssen wir noch machen. Basic Automation ist durch. Das sind diese ganz großen Kisten aus Diamanten. Und die Dirty Chest. Und die Obsidian Chest. Das ist aber was, wo ich sonst sage, das baue ich dann, wenn ich wenn ich Diamanthühnchen oder sowas habe. Dann habe ich Mystical Flora, das ist Botania. Und da bin ich jetzt gerade drüber, also den werde ich jetzt auch bald offen haben. Den haben wir auch schon fertig. Elfen-Items habe ich jetzt nur ein paar. Aber da wollen wir ja auch noch hin. Das ist auf jeden Fall auch noch interessant. Und noch, okay, Beast from Mana, Mana from Beast. Ignoble, Living Wood Avatar, Mana Blaster. So, Basic Factory, da fehlt mir jetzt eigentlich nur noch das Zeugs da. Aktuelle Editions habe ich mich noch gar nicht drum bemüht. Bei der Küche auch viel zu faul. Wir sind wieder bei dem da angekommen. Detect. Und weg. So. Ich bin ein DEPP. Ich wollte es doch immer erst rein machen. Rune of the Lost. Air und Atem. Naja, ich muss ja nochmal einen machen. Ist jetzt auch nicht so wild. Kostet ja nur Diamanten. Hust. Ah ja. Und ich bin nicht mal, wie gesagt, bei den Hühnchen. Dann kommst du da rein. So, aber wir können noch mal ein wenig durchgucken. Master Chief. Das Lustige ist, wo kriege ich nun Gardens. Okay, den muss ich dann craften können. Epic Bacon. Was haben wir hier noch? Apple Sauce. Okay. Some True Magic. Das ist jetzt das, was ich jetzt freischalten will. Live in the Forest. Ja, da haben wir auch noch einiges vor uns. Da haben wir sogar noch die große Baumfarm. Aber wie gesagt, macht erst meiner Meinung nach richtig Sinn.
zwei. Ne, wir haben schon drei. Achso, ja. Ich würde es bald. So, was haben wir jetzt gesagt für Kinder? Bring an Water. So, dann warst du das da. Das ist der Atom. Du kommst da rein. Wir kommen wieder hier hin. Dahin. Detect. Und weg. Und der nächste Minecraft-Tag ist vorbei. Aber ich bleibe noch so lange wach, bis das Ding fertig ist. Ja. So, du kommst dahin. So, was ist denn der nächste? Winter und Earth. So, und jetzt gehen wir ins Bett. 19.15 Uhr hinlegen. Ich schlafe momentan auch immer ziemlich früh ein. Aber das ist sogar mir zu früh. Kennt ihr das, wenn man sozusagen aus der Arbeit zurückkommt, man total groggy ist, man sich dann total freut und man möchte sich irgendein Video reinpfeifen? Schaltet das Video ein und man sieht von dem Video ungefähr 10 Sekunden. Also diejenigen, die wo bei mir, die wo ich die Videos angucke, die freuen sich, weil ich schaue das Video immer komplett an und die nächsten drei dann auch. Dann bin ich wieder wach. Und dann schaue ich es mir nochmal an. Also er hat zwei Aufrufe mit kompletten Durchgucken. Da ich ja mittlerweile mein YouTube-Zeug alles nur noch am Fernseher angucke. Smart TV macht es möglich. Einfach nur bequem. So, Rune of Envy. Das ist dann der nächste. Holen wir uns die nächsten vier Steinchen. So, dann brauche ich was? Wasser und Winter. Winter müsste schon da sein. Ja, da ist er gerade an mir vorbei. Winter. Wasser. Bis dahin. Earth. Dann habe ich dich in der Hand. Dann Detect. Und es sind nur noch zwei. So, schauen wir mal, ob wir einen neuen Rekord hinkriegen mit der Länge. Ja. Aber dadurch, dass es nur zwei sind. Man kann sich ja auch gestückelt angucken. Man kann sich auch fünfmal die Woche angucken. Habe ich nichts dagegen. So. Aber mir reicht auch schon einmal angucken. Wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer schreiben. Ich lese mir die auch wirklich durch. Ich habe da auch leider viel zu wenig zu lesen. Hab da auch nichts dagegen.
Gucken reicht. Wie halt sagt, ja, mach mal noch ein anderes Spiel oder. Mach mal GT mehr. Wobei, das Problem bei GT ist ja, es ist sehr aufwendig, weil man muss sehr viel vorbereiten. Und wenn man halt, wie erwähnt, gerade nach Hause kommt und eigentlich man sich nur noch hinsetzen möchte und sich ein kurzes Video angucken oder ein bisschen essen und man knackt dann einfach weg, dann hat man halt unter der Woche ganz wenig Zeit, Sachen vorzubereiten. Ja, ganz komisch, ich weiß. Und dann kommt man nicht dazu, weil GT möchte ich jetzt, möchte ich ja auch so hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal einfach mal 3-4 Folgen auf. Die ja auch von der Länge her so lang sind wie das da momentan. Und ich habe ja auch noch mit Factorio noch ein zweites Projekt. Das ja auch noch ein bisschen Zeit frisst. Aber ich möchte nicht meckern. Ist so. Mir gefällt's. Aber wie gesagt, ich nehme ja immer am Stück auf. So, und jetzt brauche ich noch den letzten. Den Pride. Das ist Sommer und Feuer. Ihr seht ja auch, ich ziehe ja momentan knallhart auch das Pack hier durch. Und wenn auch keiner zuguckt. Dann gucke ich es mir selber an. Ja. Macht wenigstens einer über meine Witze. Nee, aber wie gesagt. Da muss man halt, und da muss ich jetzt dann, und ich hoffe ja als inständig. Okay, die Folge wird jetzt rauskommen, da ist es dann fast schon vorbei. Aber sozusagen, es ist ja jetzt dann, oder es war Pfingsten, das sind ja Feiertage. Und da habe ich dann vielleicht ein bisschen Zeit aufzunehmen. Weil, wie gesagt, Umbau der Wohnung, es ist so viel nicht das passiert, was ich wollte. Dann hat es auch noch länger gedauert. Dann sind einige Sachen noch nicht da. Das ist total, total schön. Nichts klappt. Ja, und dann, ja, mich dann... Hat gesagt, ich muss jetzt erstmal das alles in Angriff nehmen. Und ja. Und momentan versuche ich ein bisschen mir es anzugewöhnen, einmal pro Woche ein neues Gericht zu machen. Weil ich habe das Problem, dass ich immer hingehe und immer dasselbe ist. Und jetzt mache ich halt auch mal Braten. Ich mache Kuchen. Ich mache vor allem, ich versuche gerade ein bisschen alles selbst zu machen. Weil ich habe nämlich festgestellt, wenn ich jetzt hingehen handel, das beste Beispiel für mich ist ein Tzatziki, weil das habe ich jetzt gerade so im Kopf. Man geht in den Laden und sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf einen Tzatziki. Und dann ist mir ja, dann ist man sozusagen faul und sagt, ja, okay. Ich kaufe mir eins. Wir haben die Quest abgeschlossen. Nur so nebenbei. Ja, ich kaufe mir eins. Und dann schaust du auf den Preis, ne? Und dann denkst du dir, ja, okay. Kostet jetzt, sagen wir mal, jetzt muss ich halt einfach einen Fantasiepreis machen. Ich sag mal, es kostet halt so ein Tzatziki zwischen 2 und 3 oder 4 Euro. So. Dann ist es meistens aber auch nicht immer dein Geschmack.
So, dann gehst du hin und sagst, was musst du machen für ein Tzatziki? Dann schaust du da drauf und dann steht, und dann sagt meine Mutter zu mir, naja, eigentlich ein gutes Tzatziki ist, du nimmst eine Bauerngurke, eine kleine, du nimmst einen Quark und drückst noch eine Knoblauchzehe rein. Und dann tust am besten alles umrühren, bis das alles schön kräftig cremig ist. Dann tust du noch ein bisschen Olivenöl oben drauf träufeln, verrührst das wieder und lässt das dann ungefähr eine Stunde ziehen. Also, oder teilweise sogar über Nacht ziehen. Ja, also wenn man es nicht gleich braucht, aber es schmeckt auch gleich gut, habe ich auch probiert. So, dann rechnest du die Preise zusammen. Ja, einen Quark kriegst du auf jeden Fall, und zwar massiv Quark, unter einen Euro. Ein Knoblauchzeh, ja, den kriegst du auch für ein paar Cent. Ja, und dann hast du das Zeug zusammengekauft, dann bist du bei 1,50 Euro oder so. Schmeckt, wie es das du willst. Ja, Pfeffer und Salz habe ich noch vergessen, aber das hat mir hoffentlich daheim. Und dann hat man ein richtig, richtig cooles Essen. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich brauche jetzt Mirin Ingot und Burner Cass Pellet. Gesundheit. So, schauen wir mal. Ich habe hier nicht mehr so viel da. Ich habe die Kisten nach hinten transportiert. Kann ich jetzt da drin was erkennen? Ja, warte mal. Ich habe meine Dummheit verloren. Kann die Kiste erkennen. Ist das nicht schön? So, kann man das Ding eigentlich auch noch reparieren? Ja, bestimmt mit dem Anvil. Ja, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Burner Case Pillen und Mirin Ingots. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal Some True Magic an. Ein Rod. Rod Constructor, Iron Rod Frame. Ja, wir haben was Neues zum Spielen. Das da, glaube ich, war der eine Teil, oder? Nee. In Rot. Das ist Ding ist blau. Wie heißt es der Mod? Silent Games. At Silent Games. Oh mein Gott. Da gibt es wieder viele schöne Sachen. Das heißt, ich habe jetzt dann hundertprozentig auch hier einiges. Was brauche ich da? Mirion. Mal, ob wir das hier finden. Natürlich nicht. Kann jetzt aber auch sein, dass das sozusagen ein zweiter Mod ist, dass das nicht nur einer ist. So, wir schauen noch mal schnell drauf. Und Burner Chaos Belohnen. So, hier gehen wir hin. Burner. Okay, dann muss ich den Passiv-Chaos-Pylon machen. Ich brauche Obsidian. Ich brauche dieses komische Chaos-Core. Das wird interessant. Das wird interessant. Und wie viel brauche ich davon? Davon brauche ich 4. Und dieses Mirian? Ah, das ist Plastik. Plastik, ja. Lustig. Mirian? Wie macht man das? Das mache ich mit Mirian Dust. Modern Mirian. Smelting. Das wird interessant rauszufinden. Steht da irgendwas drin?
Na, es ist Locks. Unlocks. Da habe ich jetzt die. Ah! Blutopas fehlt mir noch. Habe ich den nicht? Sehr schön, ich habe mal irgendwas noch nicht. Ein einziger fehlt mir, das ist schön. So, was habe ich hier? Light Gems, da fehlen mir wegen mehr. Chaos Essenz, das müssen wir noch gucken. Und Regular Gems. Da fehlt mir auch ein ganzer. So, wir schauen nochmal nach. Wo kriege ich dich her? Ich kriege die bestimmt aus diesen. Aus diesen schönen Säckchen da oben, oder? Ah, Dirty, Dirty Spindle. Krieg ich auch raus. Okay. Also können wir auf jeden Fall produzieren. So, aber jetzt habe ich lang genug gequatscht. Ich hoffe, dass ich nicht wieder irgendwas mittendrin vergessen habe, weil ich kenne mich. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das heißt, ich werde jetzt mal bis zum nächsten Mal schauen, dass wir noch genügend Plastik herstellen, dass wir Richtung Mechanismen kommen. Und dass wir vor allem auch, werde ich mir mal diesen Mod hier angucken, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Genau, das ist doch mal ein Vorschlag, oder? Genau. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder sonstiges habt, schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.